geht's wieder rauf. Mhm. Der wird auch schon schön abgebaut. Das Problem ist nur, dass dieser Kupferblock quasi explodiert da unten. Das schaut dann so aus. Da ist der nächste. Fehlt ein Hopper. Habt ihr nicht vergessen? Grübel, grübel. Naja. Was ist so ein Längen? Mhm. Das Lithium auf. So, das sollte auch passen. Gut. Was passiert? Wenn links und rechts vor dem Transport bei Storage Hoppers stehen. Direkt am Transport. Dann, ja, zieht er, dann zieht er dem das. Zieht er das Bahn raus? Ja, zieht er Bahn raus, beziehungsweise die Erze. Also das Material, was er führt, der Hopper. Okay. Nein, umgekehrt. Es kommt vom Pipe und links und rechts steht der Storage Hopper. Nimmt das dann? Gute Frage, gell? Naja, müsste schon. Ich habe nämlich keine Erze da, sonst könnte ich es ausprobieren. Aber ich kann ja irgendwas reinlegen. Du kannst ja irgendwas reinlegen. Ja, Kohle, ne? Das heißt, ob das der Hopper es geht ja das dann, vom Pipe nimmt. Es geht ja eh nicht weiter, es kann sonst nirgends hin. Ich möchte mir dann nichts verunreinigen, aber ich habe ja nirgendwo was angeschlossen. Das heißt, ich schmeiß da mal rein und schau mal. Na, die stehen. Okay. Es geht nur umgekehrt. Der Pipe nimmt vom Hopper. Aber nicht Hopper vom Pipe, wenn es vorbeigeht. Genau. Ja, also die Pipe muss wirklich in den Storage münden. Mhm. Damit es der Hopper annimmt, okay. Ich glaube, das wird im Baufehler momentan im Zinn, Kupfer und Eisengeschoss haben. Ja, dann bauen wir das aber nicht um. Wie, was? Was bauen wir um? Das bauen wir aber nicht um. Nein, wir bauen es ja nicht um. Ich zerlegt das jetzt nicht wieder was. Außerdem kann ich damit leben, dass das da jetzt auf eins nicht aufgeht. Wirklich? Naja, schwer, aber. Ich werde so einfach wie nicht ich so dich oft. Kenne, hast du teilweise Verhalten wie ein Halbautist. Also das würde dich dann wahnsinnig machen. Ich gehe einfach nicht so oft in die Lager dann runter. Okay. Obwohl du lagerst schon ziemlich gern was ein. Ja, aber das passiert ja jetzt dann alles automatisch. Ich muss ja nur mehr anschließen, Jure. Okay. Die Entnahmestelle muss ich mir noch überlegen. Die musst du wieder raufführen? Die kannst du zur Treppe, dort wo können wir das hinführen, wo, ne? Ja, genau. Der Aufzug ist, dass man jeweilig einfach nur im Aufzug raussteigt kurz, nicht herumlaufen muss und genau, und dann nimmt man sich, was man braucht. Okay. Keine Ahnung.
Nein. Wann soll denn seine Idee? Die Frage ist, ob wir überhaupt da mal irgendwann noch was entnehmen müssen, weil du kannst ja sogar jedes Teil produzieren lassen. Mhm. So. So. Ich habe noch 397 Pipes. Gut, Lithium Geschoss ist einmal fertig. Da steht das heißt, schon das Storage. Das ist dann Eisen. Manchmal zeigt es mir auf einem Transportpipe die Pfeile nicht an. Ja, wenn es über Kopf montiert sind und einen gewissen Abstand, dass sie weg sind. Ne? Im Erdgeschoss passiert das, oder? Ja, im Erdgeschoss. Ja, das ist der Abstand und wenn sie über Kopf montiert sind. Okay. Ist mir schon aufgefallen, wie ich die Montage durchgeführt habe. Schaue ich dann schön blöd, muss ich ehrlich sagen. Weil es ringt, glaube ich, auch nichts durch. Ja, da bleibt ja nichts anderes über, als wie mit einem Bauprovisorium rauf und du kannst das schon dann noch drehen, wenn du das gesetzt hast, ne? Mit der Taste kannst du drehen. Ja, aber es tut sich irgendwie nichts. Aber, naja, der zeigt auch nicht immer an, dass was durchfließt, obwohl es fließt. Ab einem gewissen Abstand hat er da Anzeigefehler. So, da haben wir jetzt Eisen. Da ist Lithium. Und jetzt führen wir Lithium nach unten. Bis zum Lithium-Vorkommen. Graben wir uns da jetzt runter. Wie weit sind wir in der Aufnahme? Ach, da bin ich ja schon. Ja, wir können schon eine Doppelfolge draus machen. Okay. Wir sind bei 28. Dann bastle ich da gleich weiter. Wie weit habe ich vielleicht das schon? So, dann machen sie da und bauen wir das auch gleich auf. 1, 2, 3, zack. Müsste dann da sein. So. Ja, Eisen fließt dann auch bald. Das Gold auf. Oh, cool. Ja, es ist immer nur eine Reihe von Süden nach Norden. Nur, dass ich mal hab den Transport, wie groß er sich halt fühlt. Ne? Mhm. Und das sind immer so abwechselnd Pipes und Storage Hoppers. Aber das ist ja ganz schön. Oh, geht ganz schön was drauf, gell? Menge. Da entsteht. Eisen. Das heißt, Eisen hier.
Ne? So. Passt. So, nehmen wir die ganzen Pipes rein dazwischen. Gut, das muss ich noch machen. Dann, 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 dann. Cool. Es fließt. Die Barren. Also gleich, ich bin gleich soweit. So. Die letzten paar Pipes rein und das Goldlager steht auch. Super! Ich mache gerade den Aufbau fürs Eisen, wo es wegfließt. Bei der Anlage. Gut. So, da sollte das auch verbinden, oder? Passt. So, nein, nein, so geht's. Gut. Ja. Gold, Lager fertig. Zum ersten Mal von Start. Gesamtlager, was da entstehen soll, ist das natürlich nur ja, winzigst. Ein winziger Teil davon. Aber mit irgendwas müssen wir einmal starten. Irgendwie habe ich jetzt
Ah, du. Da ist der Knopf drinnen. Gut, und jetzt schauen wir, wie weit die Transportpipes schon gehen. Von Lithium und Gold. So. Okay, ich war's da hier. Weil eigentlich geht es ja darum, die nach unten zu führen, aber ich glaube, dass ich die schon bis ins letzte Geschoss alle gebraucht habe. Wenn ich mich richtig erinnere. Jede Menge Pipes durch die Geschosse. Es fließt. Eisen? Ah, da kommt's. Ich laufe schneller, als das Eisen fließt. Optisch zumindest. Okay. Da sind sie auch noch. Das habe ich euch schon angelegt anscheinend bei der letzten Aufnahmesession. Ist ja cool. Okay, und jetzt. Oh Gott, um die Kurve. Jetzt stehe. Beginnst du da schon mit dem nächsten Geschoss praktisch? Kohlen. Kupfer. Okay, okay. Eisen. Wohin? Bin ich Eisen? Hör ich nicht? Kupfer. Eisen. Da. Und da los. Wo? Na, da ist eine Reihe mit Reinforstblöcken. Zweiter. Die Absicht. So, da kommt mal das Eisen. Ach so, Blödsinn, da fehlt ja noch die Wand. Klar. Alles klar. So, so. Jetzt muss ich die Rohre verlegen. Dann verleg mal die Rohre. So, da müssen wir hin. Das sieht wirklich aus. Wie komme ich da jetzt hin, am schlauesten? So.